Hallo und herzlich willkommen bei Imbals Tarot und beim 14. Türchen. Wir fahren heute fort mit der Todeskarte. Bevor ich darauf eingehe, noch einfach zur Info. Heute ist der 16. Dezember und wir öffnen das 14. Türchen. Und das ist richtig so, weil ich am 1. Advent begonnen habe, am 3. Dezember. Ich weiß viele Zahlen. Der erste Advent war der viertletzte Sonntag vor Weihnachten, das heißt am 3. Dezember. Und dann ist man am 16. Dezember dann beim 14. Türchen. Okay? Das mit dem 1. Dezember, dass man einen Adventskalender am 1. Dezember aufmacht, das ist nach dem industriellen Kalender. All diese Kalender, die du in Läden siehst, die nennt man dann tote Adventskalender. Ja, weil da schon die Ware schon drin ist und das ist tote Ware, oder? Und das sind dann Parfüms oder dies oder das oder Stifte oder falls da Stabilo was rausbringt. Und das nennt man tote Adventskalender und die Industrie produziert diese immer auf den 1. Dezember und das ist dann sozusagen nach dem industriellen Kalender. Nach dem industriellen Kalender beginnt ein Adventskalender am 1. Dezember. Jawohl. Nach dem kirchlichen Kalender beginnt ein Adventskalender am 1. Advent. Ist schon richtig, ja. Das ist schon richtig. Ja, vielleicht, oder ich werde halt auch so langsam, oder kommerziere, oder vielleicht sollte ich schauen, dass ich nächstes Jahr auch am 1. Dezember anfange. Ja, vielleicht habe ich da dann tote Ware anzubieten, hä? In meinem Adventskalender. Hier bin ich lebendig. Ich feiere die Tage, die da uns den Weihnachtstagen da näher bringen. Ihr müsst sagen, ich habe jedes Jahr habe ich diese Diskussion. Und das ist nicht tote Ware, die ich hier anbiete. Es ist täglich, biete ich hier, oder lege ich hier Karten oder erkläre hier etwas und hörst es auch an meiner Stimme, hast meinen Krankheitsverlauf auch mitbekommen jetzt. Also, ich habe mich am kirchlichen Kalender orientiert. Und der fängt am 3. Dezember an, jetzt, also der Adventskalender am 3. Dezember. Okay? Todeskarte hier. Eine sehr extreme Karte, eine sehr gefährliche Karte auch. Also wenn du gemäß der Todeskarte Energie lebst, dann haben die Leute Angst vor dir. Ist eine Skorpionkarte und es geht hier bei der Todeskarte darum, dass du, wenn du in diesem Modus agierst, wenn du in dieser Energie bist, keine Angst davor hast, Menschen ein für alle Mal Lebewohl zu sagen. Ja, kennst du jene Menschen, die ständig ihre Grenzen austesten? Ja, schauen, wie weit sie dich provozieren können, wie weit sie dich belügen können, betrügen können, hintergehen können. Voilà. Jemandem, der in dieser Todesenergie hier ist, tut man sowas nicht an. Man testet diese Grenzen gar nicht erst, weil man Angst davor hat, dass man hier oder mit der Todeskarte ein für alle Mal Adieu gesagt wird. Generell gesprochen haben wir hier bei der Todeskarte den Hierophanten liegen. Ja, den Hierophanten hatten wir schon angesehen. Und beim Hierophanten geht es darum, eben das höhere Ich zu erreichen, besseres Wissen zu erreichen, ja, das bessere Selbst, es besser wissen, ja, ab jetzt weiß ich es besser, ab jetzt kann ich es besser, hier befindet sich eher mein Glück, da kann ich eher vollständig sein, ja, das ist so der Geistliche sozusagen, lädt hier auch alle dazu ein, den kirchlichen Kalender zu benutzen, anstatt den industriellen, wo tote Adventskalender verkauft werden, ja, sagt hier, komm, sagt der Hierophant hier, Zwinker, Zwinker. Und infolgedessen, ja, weil man ja diesem höheren Ich folgt, diesem besseren Selbst folgt, hat man dann auch keine Probleme damit, hier gewisse Dinge sterben zu lassen, sozusagen. Die Todeskarte ist nicht eine normale Kündigung. Wenn du deinen Job kündigst, ja, wenn du da hingehst und sagst, du Chefin, oder ich möchte kündigen, und sie so, okay, gut, aber mach's schriftlich, dann machst du schriftlich und dann gehst du. Das ist nicht Todeskarte. Todeskarte ist, wenn du sagst, ich kündige und dann deine Mittelfinger zeigst. Weil nach der Todeskarte gibt es kein Zurück mehr und der Grund dafür, dass du so extrem reagierst, dass du so extrem abschneidest, ist, weil du dir 100% sicher bist, dass hier etwas Besseres auf dich wartet.
Ja. Dass das nicht Besseres im Sinne von Sugar Daddy zu Sugar Daddy springen, sondern das, worin ich mich hier befand, war eh mein schlechteres Ich. Das hier ist dann mein besseres Ich. Ich werde hier nie wieder zurückgehen. Ja? Wir haben hier auch mit der Sonne, haben wir diese Neugeburt, die sich hier ankündigt, und interessanterweise auch diese zwei Türme, die auch auf der Mondkarte abgebildet sind. Was, das zeige ich dir. Schau mal, hier ist die Mondkarte. Ja? Hier haben wir beide Türme schon mal abgebildet, ja, wegen der Perspektive, weil hier kommt es noch von hier, in dieser Richtung, sind die Türme hier nicht gleich groß, aber das sind tatsächlich diese Türme. Hier geht momentan die Sonne unter oder auf, wir wissen es nicht so recht, aber auf jeden Fall, ja, wenn du dann hier eben diesen Job da einfach einmal gekündigt hast, diese Ehe einfach einmal beendet hast, diese Freundschaft unwiederbringlich beendet hast, ja, dann gehst du hier noch durch verschiedene Phasen, die wir dann bei den nächsten Türchen ansehen werden. Und dann kommst du hier da an, wo du hin wolltest, um dein besseres Ich zu erreichen. Die nächste Karte hier wird dann die Sonnenkarte sein. Diese Wiedergeburt eben, wie die du hier haben möchtest. Und oder es kündigt sich hier schon an, wie du hier voller Hoffnung bist, die Sonne da siehst, aber kaum kommst du dann dort an, der Weg plötzlich sehr dunkel sein wird, ja, du aber darauf vertrauen musst, dass die Sonne wieder aufkommen wird, ja, weil die nächste Karte ist dann die Sonne. Oder es ist halt schon, oder mit der Todeskarte haben wir hier schon eine, mit der Todeskarte bist du in einem solch. Es ist so ein krasser Sprungbrett, auf dem du dich befindest mit der Todeskarte. Es ist so ein, oder auch hier mit diesem Sonnenaufgang, es ist so ein sicherer Sprung hin zu deinem höheren Ich, dass du dann hier einfach schwarz siehst. Okay? Und dann dieser Chefin da den Mittelfinger zeigt, dieser Freundin da ein für alle Mal, oder dass du sie überall blockierst und nie, gar nichts mehr mit ihr zu tun haben möchtest, okay? Weil du einfach weißt, dass es keinen anderen Weg gibt als den hier. Okay, ich wollte euch einfach hier mit der Turmkarte noch die Mondkarte zeigen, ja, wie das hier angedeutet wird, wie du hier voller Zuversicht bist und dann bei der Mondkarte ein bisschen Angst bekommst, nur um dann mit der Sonnenkarte, der nächsten Karte danach dann diese Neugeburt, die du hier vorausgesehen hattest, tatsächlich zu erleben. Wir haben hier eine Mutter abgebildet und ein Kind, ja. Man sieht, dass die Mutter sich dem Tod ergibt. Okay, und das ist so dieses, okay, weißt du was, dann komm halt. Und dann sollen halt diese Veränderungen kommen, dann soll halt, oder dieses Zurücklassen soll dann halt, oder ist dann halt ein Muss, das muss dann halt sein, ich ergebe mich dem. Der Einzige, der hier zwischen diesen beiden den Tod hier begrüßt, die Veränderung begrüßt, ist das Kind. Ja, das ist so diese kindliche Naivität, die hier auch mitspielt und weiß, dass hier die Sonne aufgehen wird. Ja, es ist ein kindlicher Optimismus ist hier bei dieser Karte, bei diesem Kind hier ersichtlich. Ist einerseits der Hierophant eben, der weiß, dass du zu deinem besseren Ich gehen musst und hierfür alles Schlechte zurücklassen solltest. Und andererseits auch das Kind, das hier voller Optimismus steckt. Warum die Mutter sich hier dem Tod ergibt, ist vielleicht, weil man automatisch mit diesem Thema zu tun hat, sobald man Mutter ist. Man ist diesem Thema dann ausgeliefert. Könnte vielleicht deswegen sein, oder? Die Karten sind komplex, man kann da nicht oder auf eine einzige Bedeutung das Ganze niedermetzen sozusagen, ja. Ist dann auch von Legung zu Legung, verändert sich dann auch hier die Bedeutung hier mit der Mutter, die sich dem Tod ergibt sozusagen, ja, oder mein Gott, dann bin ich halt diesem Thema ausgeliefert, was soll's, ja, das ist so das. Hier haben wir einen toten König hier liegen, hier mit, gut, sieht jetzt mehr aus wie ein Hundenapf, aber normalerweise sieht das aus wie eine Krone, die hier umgefallen ist. Also man gibt hier eine alte Persönlichkeit, eine alte Position, etwas Altes, das man dargestellt hat, gibt man auf, um dann hier eine Neugeburt zu wagen, hin zu einer besseren Zukunft. Okay, ist eine Alles-oder-Nichts-Karte. Das hier ist nicht Trennungspause. Ah, das hier ist nicht Trennungspause. Da wird Schluss gemacht, und zwar auf eine Art und Weise, die dann, oder da gibt es dann kein Zurück mehr.
Hier wird auf eine Art und Weise gekündigt, nach der du dann nicht mehr zu den Weihnachtsfeiern einfach so kommen kannst. Das geht dann nicht mehr, okay? Also, alles oder nichts Karte hier mit der Todeskarte am 14. Adventstag. Schauen wir mal, was am Wochenende auf die Sternzeichen zukommt. Schaue Sternzeichen für Sternzeichen, schaue ich, ziehe ich eine Karte. Ich genese langsam, langsam. Und dann muss ich, oder ich wärme mich auf, ich wärme mich auf. Bin auch viele persönliche Buchungen am. Ich bin da dran. Ja, ich weiß, teilweise verspätet, aber ich bin da dran, auch am E-Book. Ich bin da an allem dran, liebe Leute. Mach nur hier Vokal, mache ich Pause, aber im Hintergrund bin ich die ganze Zeit am Arbeiten. Naja. Was kommt auf die einzelnen Sternzeichen jetzt übers Wochenende zu, bitte? Wieder, was erwartet dich heute und morgen? Ich habe hier die Weltkarte. Ich habe den ein. Oh gut, du wirst sehr viel online sein. Okay, viel online recherchieren. Ich sehe dich viel Online-Shopping auch betreiben. Ich sehe dich Designs recherchieren, sehr viel Interior Design, Kleidungsstile recherchieren, sehr viel, was mit dem Auge zu tun hat, recherchierst du online hier. Die Weltkarte hier, du könntest hier bis morgen Abend hören, dass eine Geschichte, die du für unabgeschlossen hielst, ja, da gab es irgendwo irgendwie irgendeinen Streit oder eine Auseinandersetzung, eine Diskussion, irgendwelche Leute sind aneinander geraten. Du dachtest, dass da immer noch Streit ist und du da noch Gossip hören wirst. Mit der Weltkarte erfährst du, dass das erledigt ist. Also, dass es da keinen Streit mehr gibt und dass das Ganze schon längst abgeschlossen ist. Stier. Bis am Sonntag. Oh, okay. Ja. Jemand will Geld von dir? Okay. Will Geld ausleihen? Okay. Jemand will hier Geld ausleihen und du sagst nein. Ja, und hier kommt das Geld. Zwillinge, 10 der Münzen hier. Ich habe den einen, also natürlich, also die Familienkarte, sehen und gesehen werden, gesellschaftliche Treffen, okay. Es kommt, das ist interessant, ich sag dir, was ich hier sehe und du musst dann schauen, wie es passt, okay. Du willst über ein Kind reden, tust es dann aber nicht. In Gesellschaft, du befindest dich, ja, bis morgen wirst du dich in einer Gesellschaft befinden, irgendwelche Leute um dich herum und du wirst dann über ein Kind, eigentlich gerne über ein Kind reden wollen, aber wirst es dann doch für dich behalten. Ich weiß nicht wie genau, in welcher Hinsicht, warum genau. Was für ein Kind. Vielleicht willst du einfach über den jungen Michael Jackson reden und dann ziehst du dich wieder zurück. Vielleicht bist du schwanger, willst du es sagen, dann findest du, nee, ich sag's jetzt doch nicht. Ja, musst du schauen. Okay. Krebs, was kommt hier auf dich zu? Eine Nachricht, die dir sehr viel Klarheit geben wird. Interessant. Krebs, du kommst hier aus einer Sache als Gewinner, Gewinnerin raus. Irgendetwas ist definitiv Schluss, definitiv Ende. Da wird irgendwo irgendein Schnitt gemacht. Es ist ziemlich interessant. Jemand siegt für dich. Es kommt mir vor, wenn jemand ein Schwert in die Hand nimmt und losgeht und für dich etwas erledigt. Und dann, zack, ist es erledigt. What? Schaust du mal. Löwe. Von Ast der Schwerter direkt hin zu 10 der Schwerter Löwe. Ich habe den Eindruck, dass eine Trauerphase endet. Ist keine schlechte Karte. 10 der Schwerter ist keine schlechte Karte. 10 der Schwerter ist die Karte, wo etwas nicht mehr relevant ist, wo etwas dich nicht mehr beschäftigt, ja, dich nicht mehr runterzieht. Okay, 10 der Schwerter. Es könnte sein, dass du einen wichtigen Jahrestag vergisst. Gut, jetzt habe ich es dir versaut. Es könnte sein, dass du da oder am Montag dann zurückblickst und denkst, boah, warte mal. Da vor 4 Jahren, oder, hatte ich mich von Andreas getrennt. Ich habe es ganz vergessen, dass das jetzt am Samstag 4 Jahre waren. Oder so. Okay. Jungfrau.
sehr mit deinem Job beschäftigt, mit deinem Haushalt beschäftigt, mit Innendekoration beschäftigt. Wieder war auch viel am Recherchieren, Innendekoration am Recherchieren. Jungfrau, du bist hier. Ich habe den Eindruck, dass du einen neuen Haushaltsplan haben möchtest. Es ist so, wenn du sagst, oder einkaufen auf diese Weise geht nicht, ich muss anders einkaufen. Kochen auf diese Weise geht nicht, ich muss das anders angehen. So wie ich jetzt lebe, ist zum Beispiel das Badezimmer sehr oft nicht in Ordnung. Ich muss da eine andere Herangehensweise haben. Ich muss da anders vorgehen, damit da mehr Hygiene herrscht. Also irgend so, solche Themen stehen für dich im Vordergrund bis morgen. Abend, okay. Waage, verliebst dich. Das war's, verliebst dich. Nee, verliebst dich. Da flammen die Gefühle auf für jemanden, flammen die sprudeln über. Und du merkst, wie sehr du jemanden liebst. Also entweder ist das mit Ast der Kelch, ist das entweder in Bezug auf eine Person, die du kennst, wo du einfach merkst, hey Kopf, oder hey, ich liebe diesen Menschen so sehr. Oder zack, bumm, verliebst dich in jemanden. Zweiteres ist eher möglich. Okay? Ja, da ist viel Potenzial. Ja. Skorpion, die Herrscherin hier. Jetzt ist die Zeit, in der deine Mutterqualitäten gefragt sind, Skorpion. Jemand braucht dein Obhut, jemand braucht deine Fürsorge, jemand versucht Stabilität bei dir zu finden und Kopf, du bist sowas von in der Lage, das zu geben. Also du bist diese nährende, diese umsorgende Energie jetzt übers Wochenende, ja. Das ist ziemlich interessant. Wir haben hier die Herrscherin liegen. Das ist gerade interessant für jene, die zum ersten Mal eine solche Rolle einnehmen. Wir kommen alle als Babys, ja, Windeln tragende Babys auf die Welt und dann gibt es Menschen, die ab einem gewissen Alter dann sagen, so, ab jetzt bin ich erwachsen oder so. Und dann gibt es halt, es gibt schon sehr viel mehr Menschen, die ein Leben lang ein Baby bleiben, ja, und die nie diese Rolle hier kosten, ja, diese Position hier kosten, wo jemand zu ihnen kommt, um Fürsorge zu bekommen und man es ihnen zurückgeben kann, oder? Und du wirst es kosten, oder bis morgen Abend wirst du das kosten und du wirst sehr stolz darauf sein, dass du diese Quelle der nährenden Energie, der Fürsorge für jemanden sein kannst. Ja? Schütze, die Hohepriesterin. Schütze. So lasse ich das nicht stehen. Erklär es mal. Okay, ich erkläre es. Jemand hat Geheimnisse vor dir. Etwas wird hier verschwiegen. Acht der Münzen. Ast der Stäbe. Page der Münzen. Zehn der Kelche. Gut. Jemand tut so, als ob alles beim Gewohnten wäre. Dabei hat dieser Mensch schon längst eine ganz andere Türe für sich geöffnet. Sorry. Acht der Münzen ist alles so wie immer, Schütze. Schau. Alles so wie immer. Dabei im Hintergrund, Ast der Stäbe, Page der Münzen, hat dieser Mensch schon längst eine andere Türe geöffnet und betritt diese Türe und hat davor, zu investieren und aufzubauen und machen und zu tun. Okay. Ich hoffe sehr, dass es um dein Kind geht, der da berühmt werden möchte und wirklich gut singen kann, ja? Der sagt, hey, schau mal, ich mache meine Hausaufgaben, ja? Und wird nebenbei noch wie Justin Bieber irgendwie berühmt oder so. Ich hoffe, es ist sowas. Steinbock, Königin der Kelche. Ich habe den Eindruck, dass du hier in der Liebe enttäuscht sein wirst in den nächsten anderthalb Tagen, also ist jetzt Samstagnachmittag, morgen bis morgen Abend schaue ich hier. Du wirst ein bisschen enttäuscht sein über dein Liebesleben. Okay. Wirst enttäuscht sein über dein Liebesleben. Du dachtest, dass da, Moment, du dachtest, dass da die Gefühle gegenseitig sind.
Okay, gegenüber jemandem und vermutest hier, dass das nicht der Fall ist. Warte. Was da los? Mäßigkeitskarte. 9 der Münzen. Okay. Ja, so weiß. Ja, Gericht hier. Ja, es scheint mir, wie wenn das Gegenüber hier nicht frei ist. Hä? Noch nicht. Ist noch nicht frei. Die Karten sagen, musst dich gedulden, bis dieser Mensch sich frei machen kann für dich. Okay, und das wird schon passieren. Das wird schon passieren. Vor allem Schütze-Saison haben wir jetzt. Hier habe ich so den Hinweis auf Wassermann-Fische-Saison ungefähr. Frag mich nicht, wie ich das jetzt sehe. Also es ist schon etwas, das jetzt läuft. Okay, Dezember, Januar, Februar, März. Aber musst dich gedulden. Okay. Wassermann, 4 der Kelche. Soll ich nicht? Soll ich nicht? Du fühlst dich hier von jemandem zurückgewiesen, obwohl dieser Mensch dich gar nicht zurückgewiesen hat. Ich muss hier keine Klarifizierung ziehen. Dieser Kelch wird dir hingehalten. Du fühlst dich von jemandem zurückgewiesen, obwohl dich niemand zurückgewiesen hat. Warum? Weil du es dir gewohnt bist, dass man dir auf eine gewisse Art und Weise Zuneigung zeigt, Interesse zeigt. Und auf die Weise, wie du es kennst, ist es nicht gekommen von diesem Menschen und deswegen denkst du, ah, dieser Mensch will mich nicht. Dabei hat dieser Mensch auf die eigene Art und Weise dir seine, ihre Zuneigung gezeigt und du hast es nicht gesehen. Und wenn du jetzt sagst, nee, hat er sie nicht, dann sage ich, ja, eben, genau das meine ich, Wassermann. Ey, wenn ihr miteinander reden würdet, ihr Leute da, ich hätte hier nichts mehr zu tun, ich sag's. Was könnt, ich könnte hier noch Chakra-Legungen machen, okay. Chakra-Legungen, Familienstamm-Legungen ist auch interessant. Könnte ich auch machen. Mehr zur Selbstentwicklung. Ja, Fische. Jemand aus deiner Vergangenheit taucht hier plötzlich wieder auf der Bildoberfläche auf und du liebst es. Es ist ziemlich interessant. Ich habe hier die Urteilskarte liegen, ja, Urteil, Gericht. Und also ich hab den Eindruck, dass das oder dieses Auftauchen von jemandem für andere schockierend wäre oder oh nein. Ja, die würden sagen, oh nein, das ist jetzt der falsche Zeitpunkt. Die Urteilskarte ist eine überraschende Karte, passiert immer zum falschen Zeitpunkt. Oder andere würden sagen, oh nein, warum ausgerechnet jetzt? Oder, oh nein, jetzt nicht der. Ich hatte eigentlich das vor und so. Nee, du reagierst da anders. Du findest das geil, du findest, es bringt einen Kick, du findest, es bringt eine Frische, du findest toll, dass hier ein bisschen Staub aufgewirbelt werden darf. Okay, wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.